Eine Minute hat er noch. Die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Fine. Herzlich willkommen zu unserem achten Rennen der Racing League Esports Liga 1 in Silverstone. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Wir befinden uns auch schon im Qualifying. Hat gerade angefangen. 15 Fahrer im Feld, wovon einer Quali-Sperre. Ich hoffe, der Spielsound passt. Kleines Stückchen lauter.
Ich mache mich schnell. Blau. Falsche Sage bezüglich der Quali-Sperre. So, hier haben wir den ersten Dreher von Reese und auch schon den ersten Sprecher. So, Strafen, genau. Also Lord Dennis hat eine Quali-Sperre. Dadurch, dass wir natürlich auch wieder 15 Fahrer sind, wird das Q1 auch gesprungen. Beziehungsweise ja. Ja, ein Quali-Sperre super aktuell 14 Fahrer. So, heute dabei, ja, Reese, Uti, Marco Linsky, Miguel, Dreamsy, Olli Olaf, Lord Dennis, Cryptix, Leclerc, Rinaldus, Janni, Marco, NLR, Axel und DTG, Linus. Also keine große Veränderung im Fahrerfeld heute. Kein neuer Fahrer dabei, kein Ersatzfahrer. Alle Fahrer, die heute dabei sind, haben wir in den letzten Rennen auch gesehen. Hier, sage ich mal. So, und da aus mit der Streamer findet ihr aktuell einen Teil unserer Streamer, die für uns die Racing League auf verschiedenen Kanälen übertragen und auch verschiedene Ligen. Liga 1, 2, 3, 4. Wobei Liga 1 nur auf PC übertragen wird. Eine Wenigkeit, Bücker, der kommentiert hier auf dem Kanal. Ja, ansonsten. Cybercap, Matteo Lupo, René Lupo und auch noch den ein oder anderen, die noch hinzugefügt werden. So, die ersten Zeiten sind eingetrudelt, allerdings, wie gesagt, sind die Zeiten jetzt nicht ausschlaggebend hier. 1:38:044 ist die schnellste Runde derzeit von Marco Linsky. Und in Q2 werden wir eine mitfahren.
Q1 vorbei. Dann werden wir auch schon in Q2 übergehen. Warum wird dieser Kanal hier nicht ES? So, da sind wir auch schon in Q2. So, schauen wir uns mal die Reifen an. Rees, Markolinski, Lord Dennis, Cryptix, Leclerc, Rinaldus, Marco und Axel unterwegs auf den Soften, der Rest auf Mediums. Wobei ja bei Lord Dennis, wie gesagt, Quali-Sperre, der könnte auch Regenreifen aufziehen. So, dann wollen wir mal zu. Fahren wir heute mal mit Booty on board eine Runde mit. Oh, ich habe vergessen. Doch, Telemetrie ist eigentlich gut. Danke. So, ich hoffe, mit meinem Sound, also beziehungsweise der normalen Audio, der Sprachaudio, passt heute alles, weil die letzten Male hatte ich dann doch das ein oder andere Problem. Trotz Dauerausschlag war die Stimme doch unterbrochen.
So, für Booty läuft die Zeit ab jetzt. Reese ist schon auf seiner schnellen Runde. Wir bleiben aber auf Booty drauf. Und Booty kriegt hier Verkehr, aber sie machen alle schön Platz. So, Booty in Sektor 2 unterwegs. Sektor 2 Purple gewesen. So, und die Zeit bleibt stehen bei 1:27.685 aktuell. Schnellste Runde. So, Janni 1:27.658 und Olaf 1:27.783. So, schnellste Runde von Miguel mit 1:27.589. Also, Tuff, Streamsy 1:27.963, Platz 5. So, Booty 1:27.564 hat nochmal eine schnelle Runde nachgelegt. Marco 1:27.524. Jetzt hauen aber hier die Zeiten rein. Cryptix 1:28.013. So, Linus auf seiner schnellen Runde unterwegs.
So, Linus. Letzte Kurve vor Startziel. 1:27.019, somit schnellste Runde aktuell. So, Marco Linsky 1:27.695, Platz 7. Rinaldus auf der 8, 1:27.781. Olaf auf der 9, aktuell 1:27.783, ganz dicht, 8 und 9 zusammen. 1:27.963, Dreamsy. Und Rees schiebt sich vorbei an Platz, auf Platz 7, 1:27.599. Davor haben wir noch Miguel mit einer 1:27.589. Also aktuell Dreamsy, Cryptix, Axel noch nicht dabei oder noch nicht qualifiziert für U3. So, aber Axel ist auf seiner schnellen Runde unterwegs. Und 1:27.158, somit Platz 2, also somit auch er qualifiziert für Q3. Lord Dennis, Safety, Quali-Sperre, somit fehlen dann jetzt nur noch Olaf, Dreamsy, Cryptix, die eventuell noch eine bessere Zeit fahren können. Okay, Olaf. Olaf. Olaf ist DNF gegangen. Oh, ärgerlich für ihn. Oh, Susi, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Wäre aber nicht nötig gewesen. Hier wird nur Formel 1 übertragen. Wie geht's dir? So, wer ist denn noch draußen? Dreamsy ist nochmal rausgefahren. Miguel ist unterwegs. Cryptix ist noch unterwegs. Cryptix Platz 6 aktuell. Ja. Marco Linsky aktuell nur Platz 11. Da geht auch noch was. Sein Teamkollege Janni auf Platz 3.
So, Marco Litzki auf jeden Fall nochmal rausgefahren auf die Outlap. Sharona, vielen Dank für dein Follow auch hier. Willkommen im Stream. Egal, die Freunde haben wir doch trotzdem. Das ist nett, könnt ihr so sehen. Oh, jetzt wollte ich gerade ein falsches Herz senden. Eieiei, Transgender passt gar nicht hier. Huch. Oh, Marco, was machst du? Marco ist nervös. Wie geht es euch? Wie war euer Wochenende? Hero Racing, willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Fährt hier ein Gulasson mit? Nein, aktuell fährt hier kein Gulasson mit. So, Marco Linsky. Oh, es hat nicht bisher für keine bessere Zeit gereicht. 1:27.695 aktuell noch. Platz 11. Aber jetzt Sektor 1, fast 2 Zehntel schneller. Also es könnte was werden. Sehr gut und selbst, das freut mich zu hören. Ja, ich kann nicht klagen. Außer wie immer, dass das Wochenende zu kurz war. Aber ja, geht schon, ne? Muss ja, irgendwo muss ja das Geld herkommen. So, Sektor 2 auch hier 4 Zehntel schneller unterwegs. Die 4 Zehntel würden auf jeden Fall reichen für Q3, sofern er sie denn halten kann. So, und die Zeit bleibt stehen bei 1:27.342, somit Platz 5, also qualifiziert für Q3. Wir verabschieden uns für Q3 von Dreamsy, Rinaldus, Olaf und Lord Dennis. Und Sharona, du bist wieder da, um Marco anzufeuern. Ihm die Daumen zu drücken. So, ich lasse euch mal ganz kurz alleine. Ich muss mal ganz kurz meinen Kindern gute Nacht sagen. Bin sofort wieder da.
Sharona, das hört man doch gern. So, ich bin wieder da. Was haben wir denn verpasst hier? So, also, Rundenzeiten haben wir noch keine verpasst. Die ersten Rundenzeiten werden wohl jeden Moment eintrudeln. Kryptix, wenn ich das richtig sehe, ist DNF gegangen, eben gerade. So, mal gucken, wer fährt. Also, Leclerc ist auf einer ungültigen Runde unterwegs. Ah, Reese, Sektor 3, 1,15. Oh, mal gucken, ob er als erstes kommt. So, nee, Marco Linsky, 1,26, 7,11. Aktuell erstmal Platz 1. So, Reese, 1,26, 9,1. 1, Gianni 1,27,001, jetzt kommen die Zeiten, 1,27,149 von Buti, Platz 5, Miguel 1,27,054, was macht Marco? Ja, bitte. So, Marco fährt jetzt über Ziellinie Platz 5. Ja, sieht doch super aus für ihn erstmal. So, dann fehlt aktuell jetzt nur noch Leclerc mit einer Rundenzeit. Gut, wir bleiben auf Leclerc, der jetzt noch auf seiner Outlap ist. So, aktuell nur Leclerc auf der Strecke, wobei jetzt Buti wieder rausgeht. Genau, Buti auch wieder rausgegangen. Aber Leclerc zählt jetzt. Was kann er für eine Rundenzeit ablegen?
So, Leclerc 1:26.850, Platz 4. So, Booty, Reese auch draußen, Leclerc wird wieder reinrollen, jawohl. Marco Linsky geht auch nochmal raus. Aktuell Axel, Linus, Marco Linsky, Leclerc, Reese, Marco, Janni, Miguel und Booty. Platz 10 Cryptix. Nach jetzigem Stand, 2,5 Minuten haben die Fahrer noch, um eine gute Runde zu fahren. Beziehungsweise um ihre Zeit eventuell noch mal zu verbessern. Wir sind gespannt, wie sieht die Sektorzeit aus bei Booty. Platz Sektor 2, 0,331 schneller unterwegs, 13. Aktuell, wenn er die halten kann, bringt es ihn auf jeden Fall mal locker 3 Plätze nach oben. Somit Platz 6. Ende ein bisschen Zeit verloren, aber gereicht. So, Janni unterwegs in Sektor 3 jetzt. Sektor 2 auch ein Zehntel schneller unterwegs gewesen. Und Janni schiebt sich hoch auf Platz 4. 1:26.768. Also hinter seinen Teamkollegen. Der wiederum allerdings auch unterwegs ist, ist jetzt kurz vor Startziel. Und verbessert seine Zeit nochmal ein ganz kleines bisschen, aber bleibt bei Platz 3. So, 30 Sekunden noch, Leclerc unterwegs, alle anderen, also Leclerc auf seiner Outlap. Reese auf einer ungültigen Runde. Oh, ich glaube, das wird eng für Leclerc, kann mich täuschen. So, Booty, Platz 4, schiebt sich zwischen die beiden McLaren. So, und die Zeit ist jetzt um, Leclerc schafft es nicht, nochmal drüber zu kommen. Somit Platz 6 erstmal für Leclerc und 7 für Reese. Marco auch leider auf einer ungültigen Runde unterwegs. Somit auch keine Verbesserung bei ihm. Miguel, Sektor 1. Knapp 2 Zehntel schneller. Linus legt einen nach. 1:26.334. Somit Platz 1 für ihn. Axel auch noch schnell unterwegs, 2 Zehntel aktuell und verbessert seine Zeit nochmal, 1:26.081, somit Axel auf Platz 1. Vor Linus, Marco Linsky verbessert seine Zeit nochmal, es reicht aber trotzdem nur für Platz 3. So, was macht Miguel? Miguel bricht ab, ungültige Runde. Ja, ich würde sagen, somit haben wir die Startaufstellung. Axel, Linus, Marco Linsky, Janni, Booty, Leclerc, Reese, Marco, Miguel und Cryptix auf Platz 1 bis 10.
Ja, somit begeben wir uns jetzt mal in eine kurze Werbeunterbrechung. Bis die Fahrer in 5 Minuten Server wieder. So, bis gleich.
So, das Rennen kann beginnen. Ich glaube, ich war gemutet. Pünktlich waren wir zur Einführungsrunde wieder da. Marco, FC Köln. Keine Ahnung, warum er auf Platz 14 ist. So, aber das Rennen beginnt jetzt. Jetzt ist alles wieder aktuell hier. Hä? So, okay, wir verlassen uns einfach mal darauf, dass alles passt. So, Ampeln sind aus. Linus erwischt einen besseren Start als Axel, so wie es aussieht. Linus in Kurve 1 und da sind die ersten Teile geflogen. Aber anscheinend kein größerer Schaden dabei. So, also Linus vor Axel, dann Janni, Marco Linsky. Positionsänderung mal. Dort Dennis 6 Plätze gut gemacht. Olaf auch 4 Plätze gewonnen. Und VSC ist raus. Cryptix ist ausgeschieden. Somit das erste Safety Car im heutigen Rennen. So, das Rennen ist auch wieder freigegeben. Es kann somit weitergehen. Ronaldo, Reese sind beide in der Box drin. So, aktuell sieht es wie folgt aus. Also Linus, Axel, Janni, Marco Linsky, Buti, Leclerc, Lord Dennis, Olaf, Miguel, Marco auf Platz 10, Streamsy und Reynaldos. Und Rees ist auch DNF gegangen. In oder nach Kurve, doch Ende Sektor 1, Anfang Sektor 2, nee, noch genau mittig im Sektor 1. So, schnellste Runde von Axel 1. Oh, jetzt geht's aber wieder. Okay, Olaf, die schnellste Rennrunde. Dreamen Sie die schnellste Rennrunde. So, jetzt geben Sie sich alle nichts hier. So, hinten Marco. Auch Miguel ist raus. Oh, Wahnsinn. So, somit nur noch 11 Fahrer im Feld. So, Olaf gegen Leclerc. Oh, da gab es eine Berührung zwischen den beiden. Hoffentlich nichts weiter passiert. War
alles andere als fair, ein bisschen sehr früh zugemacht oder sehr früh rübergezogen. Lukas 010, willkommen im Stream. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei der Racing League eSport. So, Lord Dennis auf jeden Fall Gewinner von allem mit 7 Plätzen, die er gut gemacht hat schon bis hierhin. Boxenstops haben wir 2 Stück gesehen, Rinaldos und Reese. Reese leider schon raus. So, Reifen bis auf Lord Dennis, Olaf und Rinaldos sind sie alle auf Mediums unterwegs. Lord Dennis, Olaf auf Softs und Rinaldos auf den Harten. So, Lord Dennis dicht an Booty dran. Könnte gleich hier zum Überholmanöver kommen. Hält jetzt ein kleines Stück zurück, aber jetzt staucht er sich näher ran. So, da Lord Dennis ein bisschen neben der Strecke. Hier somit auch ein Platz an Olaf. So, Lord Dennis geht in die Box. Mit Marco auf der 8. Streamen sie auf der 9. So, ja, Linus vorne, halbe Sekunde Vorsprung vor seinem Teamkollegen Axel. Janni mit 3,4 dahinter, 0,9. Marco Linsky hinter Janni. So, Olaf. Angriff an Booty. Booty kann noch kontern und bleibt vor Olaf. Okay.
So, wir bleiben auf Olaf und Booty. Das wird spannend. So, Olaf, er kommt nicht vorbei an Booty. Also, das ganze Fahrerfeld ist relativ dicht beieinander. Janni 4,6 Sekunden hängt hinter Platz 2. Ansonsten sind sie doch relativ dicht zusammen. Marco auch nur 2,9 Sekunden Rückstand auf Platz 7. Also, es ist alles drin. Leclerc, Olaf, Booty, Marco Linsky, Janni. Ja. Und da geht Marco Linsky. Er probiert es außen, aber... Das war ein bisschen gewagter wohl. Das hat definitiv nicht hingehauen. So, aber wir haben vergessen. Was haben wir vergessen? Richtig, die Tabelle einzublenden. Ist zwar jetzt eigentlich gerade viel zu spannend. Ich warte auch noch kurz. Vielleicht warten wir die ersten Boxenstops noch ab. So, Olaf. Jetzt aber. Olaf außen. Oh, und Olaf innen geht vorbei an Booty. Booty schafft es nicht zu kontern, bleibt hinter Olaf. Somit Platz 6 für Booty. So, da im Hintergrund der weiße Haas von Marco. So, Axel kommt auch ein Stück näher ran an Linus vorne. So, und da der Wechsel zwischen Axel und Linus. Olaf geht in die Box. Leclerc. So, schnellste Rennrunde. Axel. So, wir nutzen jetzt die Chance. Ich blende euch jetzt die Tabelle ein. Lukas, ich zeige mit Intervall. Aber. So, hier im Schnelldurchlauf die Tabelle: Axel, Linus, Anni, Booty, Leclerc, Marco Linsky, Olaf, Miguel, Grimsi, Rees, AC, Harry Kane, Cryptix, Marco und Lord Dennis. So, Teamtabelle: Alpine auf Platz 1, dann gefolgt von McLaren, dann auf 3 AMG, auf Platz 4 die Aston Martins, dann auf 5 Red Bull, auf 6 Alpha Tauri, Haas auf der 7, Alfa Romeo auf der 8, Williams auf der 9 und Ferrari auf der 10. Dann mal ganz kurz, auf jeden Fall kann ich sie einblenden, ist kein Thema, aber zack. So sieht es aktuell aus.
Der letzte hat 44 Sekunden Rückstand. So, die einzige Zeitstrafe aktuell hat Lord Dennis bekommen. Waren wohl, glaube ich, auch nur 3 Sekunden bisher, richtig. Ansonsten das Rennen relativ strafenfrei. So. Janni zeigt sich, will wieder vorbei an Marco Linsky. Marco Linsky mittlerweile 7 Sekunden Rückstand auf Platz 2. So, die ersten Boxenstops sind dann auch absolviert in Runde 13 von 26. Axel Linus nach wie vor vorne. Die beiden waren nicht in der Box. Olaf, Marco Linsky, Lord Dennis, Bimsi und Rinaldus. Aktuell ein Stop. So, da fährt Linus in die Box.
So, Marco Linsky auf der 8, Janni auf der 2, Linus auf der 4 nach seinem Boxen. Aber auch Luki, Janni, Axel müssen alle natürlich. So, und VSC Leclerc ist raus, leider nicht gesehen, wo er rausgeflogen ist. So, Axel in der Box, Janni in der Box, Booty in der Box. Linus, ja, natürlich der Leidtragende jetzt irgendwo von dieser VSC-Phase. Jetzt über Startziel und doch, oh, doch nicht leidtragender. Es hat gereicht. Er ist wieder auf Platz 2 hinter seinen Teamkollegen. So, VSC wieder frei weg. Jetzt geht das Rennen wieder weiter. Guti ganz dicht hinter Janni. Jetzt haben hinten noch Marco Linsky, der an Olaf dran. So, und die nächste Zeitstrafe für Reynaldus. So, hinten der Wechsel zwischen Olaf und Marco Linsky. Marco Linsky jetzt auf der 5 wieder. 10 Runden sind hier noch zu fahren. So, die beiden Alpinen hier auf jeden Fall sehr überlegen. Linus hat schon wieder 4 Sekunden Vorsprung vor Janni. Axel 4,5 Sekunden vor seinem Teamkollegen Linus. Schnellste neue Runde von Axel mit 1,28. Jetzt Linus 1,27,8,4,1. Also so wie es aussieht, wird sich das Alpine-Team auch noch den Punkt für die schnellste Runde schnappen.
Dann bleiben wir mal auf Marco drauf. Beobachten natürlich vorne weiter das Geschehen. So, Marco, ja, verringert ein bisschen, jetzt wird der Abstand wieder ein bisschen größer und kassiert eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh, wie ärgerlich. So, Booty immer noch hinter Janni. 0,4 trennt ihn von Platz 3, beziehungsweise den Versuch, Platz 3 zu bekommen. Beide auf Soft. Marco Linsky, genau, beide auf Soft. Beide 3 Runden auf ihren soften Reifen. Mal schauen, wie es ausgeht. So, hinten Rinaldus, 0,5 hinter Dreamsy. Dreamsy 0,6 hinter Lord Dennis. Es reicht aktuell nicht. So, hinten jetzt das Überholmanöver von Dreamsy an Lord Dennis. Habe ich das richtig gesehen? Ja. So, Rinaldus dicht hinter Lord Dennis. Mal schauen, ob auch er vorbeikommt. Also Lord Dennis, sein Rennen ist es, glaube ich, heute nicht. Da ist man auch anderes gewohnt von ihm. Lord Dennis, einen Dreher gehabt, noch im letzten Moment gesehen. Somit auch Rinaldus vorbei an Lord Dennis.
So, Runde 20 von 26. Rinaldus 17 Runden auf seinen harten Reifen. Mal schauen, wie lange die durchhalten. Ob er nochmal in die Box muss. Und Rinaldus schnell unterwegs. Geht jetzt auch vorbei an Dreamzy. Lord Dennis geht in die Box rein. So, Booty hängt hier immer noch hinter Janni fest. Ich bin mir fast irgendwie sicher, dass Booty heute schneller kann als Janni. Aber es reicht nicht, um vorbeizukommen. Aber das Ganze kann natürlich auch einfach nur täuschen. Ah, Dreamzy wieder dran an Rinaldus. Drei Sekunden Zeitstrafe für Marco. Marco Linsky auf Platz 5 kommt nicht wirklich an Booty ran. Also die Abstände bleiben oder halten sich bei 4 bis 4,5 Sekunden. So, Marco, schnell unterwegs hier. Marco schließt auf Olaf und auch auf Marco Linsky. So, Dreamzy gegen Rinaldus. Auch da geht es noch um wertvolle Punkte.
aber auch Marco kann noch mehr Punkte mitnehmen. Guck die Minimap. So, Marco ist ganz dicht an Akulinski vorbei, der mittlerweile auch von Olaf eben noch gekascht wurde. Aber hier nochmal der Angriff von Markulinski an Olaf, auch ohne Probleme vorbeigegangen. Oh, Markulinski, Marco hier weit draußen. Hinten Wechsel zwischen Rinaldus und Bimsi. Bimsi. Zurückgefallen auf Platz 9. So, kommt jetzt noch mal ein Angriff. Grundsätzlich bringt es leider Marco nicht ganz so viel durch seine Zeitstrafe. Jetzt der, oh, das war knapp, der Angriff von Marco an Olaf. Hinten Rinaldus und Dreamzy betteln sich. So, Dreamzy, Rinaldus 3 Sekunden, Lord Dennis und Marco jeweils 6 Sekunden Strafe. Er zeigt sich immer mal wieder. Oh nein, nächste Strafe. Oh, ärgerlich. Aber das müsste rein theoretisch reichen. 9 Sekunden, ja. Also Marco bleibt auf Platz 7. So, dann herzlichen Glückwunsch an Axel zu Platz 1, Linus Platz 2, Janni wird Platz 3, Budi Platz 4, Markulinski Platz 5, Olaf 6 und Marco 7. Ja, und weil es so schön ist, geht da ein Linus DNF noch. Aber er hat sein Rennen zu Ende gefahren. GG an dieser Stelle. So, Fahrer des Tages, Olaf. Ich glaube, das können wir so unterschreiben. Ein sehr gutes Rennen gefahren.
Ja, somit sind wir dann auch schon durch mit Rennen Nummer 8 aus Großbritannien. Die Endstände Axel, Linus, Janni, Buti, Markolinski, Olaf, Marco, Trimsi, Rinaldus, Lord Dennis. Und dann haben wir Leclerc, Miguel, Rees und Cryptix, die dann leider DNF fahren. Carola, dir noch einen wunderschönen Abend. Ruhigen Start in die neue Woche. Und bestell mal schöne Grüße an Marco. Und auf jeden Fall bis nächsten Sonntag wieder hier auf der Seite. Bis dahin, guten Abend euch noch. Ciao, ciao.